Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Verlängerung, Leute. HSV, Hamburger SV, Hamburg City verpasst erneut den Aufstieg, Leute. Der Hamburger SV verlierte nämlich in Osnabrück und muss ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga spielen. Kiel und Bochum flatterten die Nerven und Fürth ist der Gewinner des Spieltages. Letztendlich ist es so, dass der Traum vom Aufstieg endgültig geplatzt ist. Der Hamburger SV wird das vierte Jahr in Folge in der zweiten Liga spielen müssen. Die Mannschaft von Trainer Horst Hubrecht blamierte sich mit 2:3 beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück und verspielte damit die letzte Chance auf den Relegationsplatz. Die Tore von Robin Meissner und Tim Leibold waren einfach zu wenig. Osnabrück verbesserte sich durch die Treffer von Christian Santos, Maurice Multaub und Marc Haider auf Relegationsrang 16. Das heißt, ja, Osnabrück hat jetzt eventuell die Chance, noch in der zweiten Liga zu bleiben, und HSV wird zu 100% in der zweiten Bundesliga bleiben müssen. Der HSV fand nur schwer ins Spiel. Die Leichtigkeit vom Sieg gegen den 1. FC Nürnberg war einfach total verflogen. Gegen kampfstarke Gastgeber hatten die Hamburger zwar viel Ballbesitz, es mangelte aber an Tempo und Ideen. So dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Simon Terode zur ersten guten Chance kam. Der Torjäger scheiterte aber an VfL-Schlussmann Philipp Kühn und verpasste seinen 23. Treffer. Als Weckruf diente den Gästen diese Szene zunächst nicht. Beim Führungstreffer der Osnabrücker agierte die HSV-Defensive viel zu passiv. Santos köpfte aus kurzer Distanz ein und die Hamburger zeigten keine Reaktion. Meissner traf aus der Distanz zum Ausgleich, Kühn machte dabei keine gute Figur. Doch der Ausgleich verlieh dem Favoriten keine Sicherheit. Torhüter Sven Ulreich verhinderte gegen Ulrich Taffertshofer den erneuten Rückstand. Gegen Multaub war der ehemalige Bayern-Schlussmann dann aber chancenlos. Der HSV gab aber nicht auf, doch nach dem erneuten Ausgleich durch Leibold zerstörte Haider endgültig den Aufstiegsraum der Hanseaten. Letztendlich ist es soweit, Leute. Hamburger SV bleibt in der zweiten Bundesliga. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.